told me, son, you were born to do great things. They were right. I'm Atlas, and I aim to keep you alive. You think that's a child down there? She's a little sister now. Somebody went and turned a sweet baby girl into a monster. It's Ryan! Goddamn Andrew Ryan! Head to medical! Would you kindly get this? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly find that? Would you kindly get this? Would you kindly head to Ryan's office and kill the son of a bitch? Did that airplane crash? Or was it hijacked? There ain't no Atlas, kid. The name's Frank Fontaine. I had you built! I sent you topside! I called you back, showed you what you was, what you was capable of! Even that life you thought you had, that was something I dreamed of. You saved them. You gave them the one thing that was stolen from them. A chance. Hallo und herzlich willkommen zurück in Rapture mit Bioshock Infinite The Burial at Sea Episode 2. Und wie es mit Elizabeth unter Wasser weitergeht, das finden wir jetzt mal heraus. Wir spielen natürlich mal auf normal und drücken auf Start. Nein, möchte ich nicht, die haben wir ja gerade gesehen. Also dann mal los. Ein sonniger Tag draußen in einem Café. Was könnte es Besseres geben? Ja, da kann ich mir einiges vorstellen, was besser ist, aber... Naja. Zum Beispiel jetzt Bioshock Infinite zocken, das ist besser. Ja, wir müssen die Pausenmenü verändern, das ist alles klar. Brauche ich aber nicht. Hoffe ich mal nicht. Café La Push to Doms. Oh, jetzt geht's los. You're about to be. Mademoiselle? Yes? Quel est votre nom? Elizabeth. Pour vous, Elizabeth. Oh, no. No, I couldn't. I can't accept... Je vous en prie. J'insiste. Oh, thank you. Na, und da geht's jetzt auch schon los. Und wie es aussieht... Bonjour, Monsieur Surratt. Oh, Monsieur Surratt, what? Wir reden hier mit mir. Ah, du. Was machst du da? Na, das ist aber noch nicht fertig, hä? Ich hoffe mal nicht. Aber naja, wie man sieht... Oder nein, Blödsinn, das ist Paris. Ich dachte gerade, wir sind wieder zurück in Columbia, aber... Nope. Das ist Paris. Wie man unschwer am Eiffelturm erkennen kann. Und hier scheinen mich anscheinend alle ziemlich gut zu kennen. Und wie man auch schon mitgekriegt hat, wir sind nicht mehr als Booker unterwegs, sondern als Elizabeth. Und wieso tanzt der Typ hier mit einem Baguette rund um den Pfosten hier? Ich weiß es nicht, aber lassen wir mal. Wir gucken uns mal um. Oh, Mademoiselle. Kann ich auch schneller gehen? Upsala. Das war falsch. Mein Gott, hier kennt mich ja wirklich jeder. Aber hier scheint es nicht weit zu gehen. Aber da ist eine Miezekatze. Oh, Miezekatze. Die Miezekatze zeigt mir den Arsch. Was soll denn das? Aber hier kann ich nirgendwo rein. Ja, mir geht's gut, dankeschön. Mal abgesehen davon, dass mir mein Finger fehlt. Aber naja, ist eine lange Geschichte. Bon au cabaret rose du lait du manger. Ja, wie einen vielleicht auffallen mag, ich habe keine Ahnung, wie man Französisch spricht. Bonjour, mon ami. Alors, tu as parlé à la jolie petite américaine? Oh, bonjour, mademoiselle. Oh, bonjour, bonjour. Bonne journée.
Comment ça va, Elisabeth? Ah, hallo. Schon langsam fühle ich mich ein bisschen verfolgt von euch allen. What the fuck? Jeder kennt mich. Alter! Et si tu venais boire un verre avec nous? Nein, sicher nicht. I'm sorry, Cosette. Next time, I promise. Was gibt's hier? Ein bisschen jonglieren? Kann ich auch? Oder ich lasse den Hasen verschwinden. Egal. Ist ja ein hässliches Kind, das sie da haben. Gittigit. Ja, ja, bonjour, bonjour. Une baguette, mademoiselle? Oh, Baguette. Oh, schon wieder Katzen. Wunderbar. Ich liebe Katzen. Wobei die nicht zur schönsten Art gehören. Also jetzt die drei. Oh, Camembert, Brie de Meaux, Käse. Da kann ich hier nicht, wie Booker damals, einfach alles wegfressen. Ich meine, Booker hat ja selbst Essen aus dem Mülleimer geholt und ist auch noch immer gegessen. Der kannte da keine Scham. Oh, und jetzt passiert was. Ein Vögelchen. Na, war das nicht wunderschön? Ich komme hier vor wie in einem Disney-Film. Oh, Vogel oder Käfig, hä? Die Frage kennen wir doch noch aus Bioshock Infinite. Wo wir als Booker damals das Medaillon für Elisabeth wählen durften. Mit Mädchen sprechen, natürlich doch. Ey, das ist jetzt aber ziemlich schnell düster geworden, hä? Und ja, den Namen Sally, den kennen wir auch noch aus der ersten Episode. Das war... Oh, oh! Sally, wait! Oh, das ist der Puppenkopf. Den hatten wir ja auch dabei. What the... Was geht denn jetzt ab? Wait! Ich kann mich noch immer nicht schneller bewegen. Fang den Luftballon, Kleines! Sally, stop! What the fuck is going on? Was? Lobotomie? Ist ja ekelhaft. Da einfach mal so die Nagel durchs Auge durch. Pui. Sieht ja richtig einladend aus. Oh, da ist der Luftballon. Und auch die Kleine. Gibt's hier noch was? Nö. Also dann mal hinten nach. Oh, Vogel. Luftballon. Booker David. Investigations into matters both public and private. Na dann schneiden wir da mal rein. Was muss ich jetzt machen? Oh! It wasn't my fault. I didn't do anything. Ach du meine Fresse. No. What the? No. It wasn't my fault. Was geht denn hier nur ab? Can't you just leave me alone? I'm sorry. I'm sorry. I never should have left. I never should have left you there. Empty. Empty again. What are the odds? What's the holdup? Just having a bit of a laugh, Atlas. This ain't a sporting event. Put a bullet in her. No need to torture the poor girl. We're not animals, you know. Right, all right. Let her go! Quiet down, dear. In a minute, all your problems will be over. Elisabeth, tell him you can get him back. Booker? Booker, what? Say, I don't understand. I can get
Say, I can get you back to Rapture. What? Just say it. I can get you back to Rapture. Put the gun down. Now, what was that you said about Rapture? I can get you back to Rapture. And how you plan on doing that, sister? You some kind of magician? Suchong. What? Tell him Suchong. Suchong. And how do you know that slant-eyed wonder? You're his lab assistant. I'm his lab assistant. If it escaped your notice, Andrew Ryan sunk us 5,000 fathoms below his shining city. How does Suchong propose to get us back? That's between me. That's between me. And the slant. And the slant. But if I do this, the girl goes with me. Little sisters are worth their weight in gold. She's not up for negotiation. Last time I checked, back in the city they were making little sisters by the dozen. That's a right fairy tale you've dreamed up, sister. But if you're lying, we can just as well kill you tomorrow. Down here, we got nothing but time. In case I need to get hold of you. If you see Suchong, tell him Atlas says he hasn't forgotten him. Orphan that girl. I didn't kidnap her. But she made for some exceptional bait, didn't she? Ja, dann nehmen wir mal den Puppenkopf. Had to be done. Did it. I felt everything. Okay. Every version of me felt. All of that knowledge. I lost a pinky. But that version of me, she lost everything. Comstock. That final Comstock, he thought he could avoid his guilt by coming here. You educated him proper. But then why am I back here? Huh? I don't remember opening a tear to come back. And who are you? Huh? I think you'll figure that out soon enough. Okay, und wie ich sehe, sind jetzt wieder genau da, wo Episode 1 dazumals aufgehört hat und wo, wie man sieht, Booker nichts Gutes widerfahren ist. Wobei jetzt wieder die Frage stellt, wer ist der Typ, der übers Radio mit uns redet? Denn es ist bestimmt nicht Booker, denn der liegt da tot. Also dann, raus aus der Spielbahnabteilung. Ich schätze mal, wir müssen hier irgendwas machen. Na, dann mal drüber geklettert. Sollte ja kein Problem sein. Natürlich nicht. I was in Paris. I was happy. And now I'm here dealing with this Atlas, this psychopath. What was I thinking? I was in Paris. Und Booker ist wieder da. Now I have to find this Suchong, and I don't even know who that is. Not yet. But you know he's the key, don't you? To what? You're asking me. Elizabeth. I ain't even here. Ja, anscheinend nicht. Das ist ja auch noch so eine Sache mit Atlas. Denn der war ja eigentlich im ersten Teil von Bioshock. Jetzt vielleicht kleine Spoilerwarnung an alle, die Bioshock 1 nicht gespielt haben. Und auch noch an alle, die Bioshock 1 nicht gespielt haben. Schämt euch! Muss man spielen. Also dann, denn Atlas war ja dann in Bioshock Infinite von, ich glaube, Fontaine hieß er. Glaube ich. Ja. Ach, hier kam ich sowieso nicht mehr hoch. Und da hatten sie eigentlich das ganze Spiel über nur verarscht. Ob wir dem jetzt trauen können, ist natürlich mal die Frage. What are you? Huh? And how did you know exactly what to tell Atlas? Let me ask you a question. You feeling like yourself, Elizabeth? I feel strange and smaller. I can't see the doors. What's behind the doors? I can't see the future. I can't even see any tears. Oh my god. Stay away from me. Booker. No. No. No.
Please don't. I died here. I was killed by that. Stay away from me! But then, how am I here? How can I be dead in this world and yet... My finger. What am I? I don't understand. If we're going to end up in the same place, it doesn't harm you to hide. Are you being cute? I've come round to your way of thinking. Have you? Yes. I do believe one can change things, but after all the bother, one often wishes that one had not. You're a fatalist. A physicist. A fatalist. So was Newton, especially when it came to apples falling from trees. They always contrived to land with a splat. She left the child to rot. Are you implying she's the apple? I'm implying that she did not fall far from the tree. And now she wants to go back. I need to go back. To fix what I broke. Back to where she has no right to be. Back to where she doesn't belong. Doesn't belong? Wait, what do you mean? Do you want to tell her brother, or shall I? Because I died. There are rules. Even for one such as you. She'll forget. All the doors. And what's behind all the doors. All closed to her now. She'll be just like the rest of us. Forgetting the past. The present. The future. I'd wager she won't even remember this conversation. We've arrived. Wo? Sieht mir wieder ganz nach Leuchtturm aus. Ja, Boot verlassen. F? Hallo? Da muss ich aber genau zielen. What the fuck? Wieso geht das jetzt nicht? Ach, jetzt geht's. Na mal aufsteigen bitte und die beiden hauen natürlich ab. Omniscience and croissants for death and mildew. I left Sally to rot. For what? So I could punish Comstock? He was trying to help her. Ja, ich glaube die beiden hören mich nicht mehr. If I don't make that right. We all have our crosses to bear. Oder doch? There is a thin line between a martyr and a fool. Ja, jetzt sind sie weg. Und jetzt haben wir endlich mal Licht. Sehr schön. Und ja, diese Türen kennen wir doch. Da mal rein. Und es blendet mich. Lutess has warned me that if I came back here, I would collapse. Collapse? From a quantum superposition to just me. Quantum what? I've changed, Booker. No tears, no cosmic knowledge. Okay. Just a normal girl. The normal pinky. If I can't open tears, I'm never leaving here, am I? I'm never going back to Paris. Schwer, sag ich mal. And you're just what? You're just the fragments of my memory telling me what my future holds? You've decided to come here, Elizabeth. You knew what that meant. Only option, as I see it, is to trust yourself. Find Su Chong. Ja, was anderes haben wir auch kaum übrig, denn wir haben keinen Plan, was hier abgeht. Und ja, das ist mal wieder typisch Bioshock. Es geht mal wieder gleich los mit einem Brainfuck nach dem nächsten. Ist ja wunderbar. So, wie lange fährt der Aufzug? Oder sind wir schon? In der Maintenance, in der Wartungsabteilung. Und ich höre das Bleißer. Okay. Ich will mich hier noch schnell umsehen. Gibt's hier nichts? Irgendeine Waffe? Irgendwas? Nein? Ach, ist doch Bullshit. Oh, da ist Gas. Ich glaube, das hat er gehört. Ah, fuck. Just because your father did something one way, doesn't mean you have to. Hallo da draußen. Ich bin schon weg. Und da geht's nach draußen. Na toll, jetzt muss ich echt so ins Bleisern. Ohne Waffe, ohne irgendwas. Teppiche dämpfen deine Bewegungsgeräusche. Mhm. Ja, die Episode ist jetzt anscheinend wirklich viel mehr auf Schleichen ausgelegt. Bing! Oh, damn! Toll, und er hat nichts dabei. Shit! From here on, it's only gonna get worse. And how much
worse is up to you. Ja, bleiben wir mal geduckt. Ist, glaube ich, besser. Aber das ist Holzboden. Da werden meine Geräusche dann wohl nicht gedämpft. Hup. Nein. Sprinten wollte ich nicht. Kann ich da hoch? Könnte ich, ja. Da hinten steht einer. Würde ich sagen, da schleichen wir uns. Da ist aber noch ein zweiter, oder? Hm. Egal. Du bist down. Sehr schön. Dann. Ja, dann mach auf. Oh! Das muss ich jetzt selber machen, natürlich. With the right tools and know-how. Use your lockpick to probe a pin. A neutral pin will open the door. A blue pin will open the door and knock free a noisemaker. A red pin will open the door, but also sound an alarm. Wunderbar. Na dann gucken wir gleich mal, wie das funktioniert. Oh, das sieht aber geil aus. But there's an alarm. I could come in handy though. Drücke F, um einen neutralen Stift zu treffen, um das Schloss zu öffnen. Ein roter Stift öffnet zwar das Schloss, löst aber auch Alarm aus. Okay. Und woher weiß ich jetzt, was der blaue Stift ist? Okay, das reicht anscheinend. Das war ja irgendwie easy. Jemand da? Oh, eine Tasche. Oh, das muss ich jetzt wieder selber machen. Dann da mal bitte Leben aufgefüllt. Danke sehr. Peter the Parasite. Scheint ja ein ganz netter Zeichentrick zu sein. Ah, toll, mit Zielscheiben auf Ratten. Was geht denn hier ab? Kommunism und Empathy. Für Kindergartenkinder. Geil. Was war das? What was that? You know, don't. Ja, du sagst es, Elizabeth. The doors, they're cracking open. My memories of the future and somewhere I'm going to go. You sure it's your future you're looking at? If not mine, then whose? Tja, das weiß ich auch nicht. Ah, toll, und das. Drei Typen. Ja, wunderbar. Gibt's hier keine Knarren? Die haben zumindest irgendwas im Rücken stecken, was ich anscheinend nehmen kann. Hey. Was? Armbrust? Oh ja, geil. So, na gut, dann würde ich aber sagen, bevor wir uns um die drei Typen hier kümmern, ist die erste Episode von Episode 2 zu The Burial at Sea zu Ende. Und bis zum nächsten Mal sage ich Tschüss, auf Wiedersehen. Und man sieht sich.